Hallo und herzlich willkommen bei Grizzles Delicious. Auch bei mir ist langsam der Herbst angekommen. Ich habe die ganze Zeit gestreikt und habe mir gedacht, oh nein, ich will noch keine Herbstrezepte machen, es ist noch viel zu schön. Aber die erste Grippe habe ich hinter mir. Die Luft ist auch schon wirklich etwas kühler, auch wenn die Sonne scheint. Und da habe ich mir gedacht, passt auch mal perfekt, ein neues Rezept mit euch auszuprobieren. Denn ich habe im Geschäft hier diesen tollen Spaghetti-Kürbis gesehen. Und ich habe auch schon so oft Rezepte dazu gesehen, die eigentlich total lecker und raffiniert aussehen. Habe es aber auch, um ehrlich zu sein, noch nie selber ausprobiert. Und heute machen wir zusammen einen tollen Mix aus diesem Spaghetti-Kürbis mit einer leckeren Spinatfüllung. Und das Tolle an dem Rezept ist, es ist absolut variabel. Die Füllung könnt ihr so machen mit den Zutaten, die ihr zu Hause habt, die ihr am liebsten mögt. Mit zum Beispiel einfach einer leckeren Tomatensauce oder ja, Tomate mit Mozzarella würde super gut funktionieren. Oder Spinat mache ich jetzt heute mit Gouda-Käse. Man kann es aber auch genauso mit Feta auswechseln. Oder wer das Ganze auch herzhaft haben will, kann das Ganze auch natürlich mit einer Fleischfüllung machen. Also da seid ihr mit eurer Kreativität ganz offen und könnt alles ausprobieren. Und ich bin schon ganz gespannt und ich würde sagen, wir starten auch schon direkt los. Wir benötigen heute einen Spaghetti-Kürbis, eine Zwiebel klein gewürfelt, dann habe ich hier 250 Gramm Spinat, den habe ich schon mal hier mit der Salatschleuder schön sauber gemacht und getrocknet, 200 Gramm Sahne, 200 Gramm Käse, den habe ich schon mal gerieben, hier habe ich Gouda-Käse verwendet. Außerdem benötigen wir noch Salz, Pfeffer und ein bisschen Olivenöl. Als allererstes kümmern wir uns nun um den Kürbis. Den schneiden wir einmal hier, einmal geradeaus durch, entkernen den, werden den dann mit ein bisschen Olivenöl beträufeln und mit Salz und Pfeffer würzen. Und dann wandert der erstmal in den Backofen, bei 100, in diesem vorgeheizten Backofen, ganz wichtig, bei 180 Grad für 30 bis 40 Minuten, und lassen den dann erstmal ein bisschen abkühlen. Jetzt erhitzen wir die Pfanne mit etwas Olivenöl. Wichtig ist, dass man die Pfanne immer mit etwas Öl erhitzt, also nie einfach so erhitzen. Dann macht ihr nämlich die Pfanne bzw. die Beschichtung mit kaputt. Wenn die Pfanne heiß genug ist, dann verteile ich so ein bisschen das Öl und drehe den Herd auch schon mal ein bisschen runter und gebe die Zwiebeln hinzu. Die braten wir jetzt schon mal schön goldbraun an. Wenn die Zwiebelchen wieder anfangen, schön goldbraun zu werden, dann gebe ich hier wieder ein bisschen Zucker drüber zum leichten Ankaramellisieren. Dann zupfen wir den Spinat einfach mit den Händen, mache ich den hier so ein bisschen fein. Dann seht ihr, es ist richtig schön, also der Spinat fällt ganz schön gut zusammen. Man denkt, das passt alles gar nicht in die Pfanne, aber macht euch da keine Sorgen. Und dann löschen wir das Ganze mit der Sahne ab. Und dann würzen wir das Ganze mit Salz und Pfeffer. Und ich hole gleich noch ein bisschen Muskatnuss. So, während das hier schon mal ein bisschen einköchelt, schaben wir jetzt schon mal den Kürbis aus. Den kann man nämlich jetzt hier mit der Gabel, kann man hier das Innere einfach so ein bisschen hier mit der Gabel rausholen. Sieht wirklich aus wie Spaghettis. So, und jetzt geben wir das Ausgekratzte, das
Jetzt muss man echt aufpassen, der Kürbis ist wirklich noch ein bisschen warm. Puh, machen wir das jetzt. Oder ich greife einfach hier oben hin. Geben wir das wieder hier rein. Aber vorsichtig, denn wir wollen ja die Schale vom Kürbis nicht kaputt machen. Und was man vielleicht hier gut erkennen kann, ist, man kann es wirklich bis zur Schale richtig abmachen. Dann einmal alles umrühren. Dann nehmen wir uns am besten hier so eine Suppenkelle zur Hand und machen alles wieder in den Kürbis zurück. Machen wir einfach nur noch ein bisschen Käse drüber und dann wandert das Ganze nochmal für 10 Minuten in den Backofen. Einfach nur, damit der Käse nochmal ein bisschen überbackt. Und dann bin ich auch schon ganz schön gespannt, wie es schmeckt. So, ihr Lieben, nach so viel Fleiß bin ich endlich gespannt, wie das schmeckt. Gerade beim Bildermachen habe ich das ja gerade eben so ein bisschen aufgemacht und es sieht wirklich aus wie Nudeln. Denn ich habe nämlich so beim Rezeptelesen überall stand da drin, dass es genau perfekt ist für die Leute, die auf ihre Linie achten und das quasi wie als Nudelersatz nehmen, weil es sieht wirklich aus wie Nudeln. Also ich bin echt erstaunt. Und jetzt probiere ich das Ganze mal für euch. Schön mit dem Spinat zusammen. Also echt sehr, sehr lecker. Der Kürbis schmeckt schön mild und harmoniert sehr, sehr gut mit dem Spinat und dem Käse. Ich bin echt erstaunt, dass es so lecker ist. Denn ich finde, es schmeckt auch nicht so extrem nach Kürbis, weil das mag ich nämlich überhaupt nicht. Also Kürbissuppe finde ich lecker, aber jetzt zum Beispiel nicht Kürbis als irgendwie stückiges Gemüse, das ist nicht so mein Fall. Da ist das echt für alle die Leute, die auch so ticken, eine richtig, richtig gute Alternative. Das Rezept schreibe ich euch wie immer unten in die Infobox rein. Ich hoffe, ihr probiert es aus und ich hoffe, ihr habt meinen Kanal abonniert, damit ihr auch nächsten Sonntag die nächste Folge nicht verpasst. Also bis zur nächsten Woche. Tschüss!